Ja, das ist ja schon ziemlich geile Musik, du hier, der DJ Disrespect, Kleiner, ne? Ja, ich sag ja, DJ Disrespect. Dazu wird sich hart gestreckt. Jeden Ja, ich hab gehört, da Sonntagmorgen. machst du immer irgendwie so Poperzen-Yoga. Ja, ich hab mir neulich Ja, da läuft beim. er ganz chillig. Was? Jawollo! Warte, warte, nicht schießen. So. Jetzt GPS aber rein. schießen. Jetzt kannst du drauf schießen. Ha! Du Idiot! Alter, Alter, kommst du wieder hier einfach rein? so ganz gemütlich. Wir machen da so unseren Einleitungssketch und er so, ey Jungs, ne? Und lach, lach. Er wollte jetzt noch nicht stören. Er wollte eigentlich warten, bis wir fertig sind. Eigentlich ist Naja, er er voll wollte nicht nett. stören. Ist richtig Toll, netter er Kerl. ist ein netter Kerl. Wir So haben den wie beim einfach. letzten Mal, wie er auch da den Weg runterkam. So, Ja, er ey Jungs, ist ich hab nett. gesehen, ihr habt da Probleme im Wasser. Soll ich euch vielleicht. Oh Mann, Scheiße, was ist mit denen denn Ja, los? er ist eigentlich voll der nette Dude. Ja, das ist wie bei Tuck and Dale, hat auch schon jemand geschrieben. Weißt du, mir fallen die Felskanten runter, überall Tote hier im Yellowstone Park. Oh, Bigfoot war es. Nein, ich bin vorbeigekommen und wollte helfen. Wir sind Monster, wir sind echte Monster. Dieser gute Mann, dieser gute haarige Mann, der den Leuten helfen will. Alter, er geht Richtung Turm. Ich denke, das ist der letzte Zufluchtsort. Alter, wie schnell ist der denn? Hat er sich gesippt? Hat er Kann gesippt? Bigfoot zippen? Nee, oder? Hat er einen Zipfoot gemacht? Ja, doch, der ist beim Turm oben. Echt jetzt? Er hat einen Zipfoot Der hat einen gemacht? Zipfoot gemacht. Kann ich nicht glauben. Der hat gesippt. Da unten ist er. Er ist gerade runtergejumpt. Er hat gesippt. Alter, Er Hustensaft kann gesippt. auch Hustensaft sippen. Oh, es fängt jetzt an zu blinken. Gleich aus Blinkt wieder. die ganze Zeit. Ja, aber nicht so schnell. Es verändert sich. Ich habe eben extra drauf geachtet. Okay. Aber er bleibt stehen. Er chillt jetzt. Hast du noch eine Harpune? GPS? Nee, oder? Eigentlich müsste jetzt. Da ist er! Doch. Wo? Oh nein. Er hat gerade sein Money gefoldet. Ich wollte ihn GPSen. Fliegen die Harpunen gerade oder haben die so einen Drop? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht Wo sagen, ist er aber er ist denn? relativ nah. Da! Ich glaube, ich hab ihn. Ja, es. Christlicher Peilsender. Oh, daneben. Jetzt wieder Blut, Oh, jetzt wieder keine Blut. Shotgun-Moon. Alter. Mit allem drauf, was du hast. Oh, Finishing. Gib mir ein Messer rein. Komm. Ich gehe mit dem Messer in den Fight. Er hat dich umgeworfen. Er rennt so einmal um dich herum. Er macht irgendwie. Oh, Alter, was macht er? Hab ein goldenes Gewehr. Vielleicht hat den das eingeschüchtert. Ich hab ein Rudis. Ich muss mal hier einmal den Hill abrunnen, ey. Ja, running up the hill. Hast du noch Schrotflintenmoon in der Tasche? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich habe dir die Gauge habe ich dir schon gegeben. Ja, wir müssen danach auch mal nach unten rechts dann. Da waren wir noch nicht und da können wir noch viel looten. Aber man merkt schon, der hält mehr aus, ne? Mach mal, bleib mal stehen. Ich habe. Ist direkt vor uns. Doch, ich habe noch 12. Geil, danke. Er ist unten am Fluss. Am Fluss der gebärenden Brüder. Was? Die Gebärspitze oben. Und an der Gebärspitze. Ist er hier runtergegangen? Wahrscheinlich, ne? Er muss irgendwo sein. Da läuft er doch. Ich hab ihn gesehen. Aber ich war im Wasser zu langsam. Nutzt halt den Nebel, deswegen glaube ich auch am Ufer. Wer ist hier? Er ist hier irgendwo direkt. Da läuft er doch. Eigentlich müssen wir jetzt so ein bisschen in die Schere nehmen, oder? Na denn, ich müsste doch jetzt genau sehen. Ah, da hinten. Der GPS ist ja immer plus minus 2 Meter, ne? Oder so. Kein CPPS, ne? Ein christlicher Peilsender ist genauer. Ja, der sagt Der sogar, der Vatikansforschung scannt sind die die richtig Umgebung weit. sogar, auf Ja, Schrank, ja, ja. unterm Bett. Richtig weit in der Vatikansforschung. Militär bedient sich beim Child Catch Technology Center, ne?
Child Catch Technology. Mann, ich bin voll aus der Puste, da jiggelt mein Gewehr. Am CKT studiert. CKTC. Wir am CKTC. Magister im Kinderfang. Professor Rattenfänger habe ich. Der geht zum alten Geysir. Ah, ne, so ein paar Meter. Jetzt ist es ausgegangen. Was, ja. Da läuft er. Warte, ich hab noch eins. Ne, hab doch keins mehr. Hast du es mitgenommen? Was hab ich mitgenommen? Ich hab gerade so ein Geräusch gehört von dem Totem. Achso, das war ein Totem. Das hab ich nicht, das hab ich rausgeholt, weil ich gedacht, ich das ist ja im selben Reiter. Ja, du siehst, weil da so Dots drüber sind. Nee, der ist weg. Ohne GPS. Muss man einmal quer abbiegen und dann war's das. Ja, okay, dann lass mal zurückgehen. Dass wir so jetzt nach unten rechts gehen weiter, oder? Da sind noch so viele, oder hier jetzt die Straße. Da war ein Camper auch so. Beim Camper vorbei, da müsste ein Dorf sein. Weil wir müssen looten, wir brauchen viel mehr Moon. Wir brauchen jetzt Moon. Moon, vielleicht noch eine Cabanossi. Ein, zwei Knossis. Ausdauer ist beim alten Mann eben gerade ausgejoggt. Vorsicht, schräger Baum. Was? Aber ist der Trappo? Manchmal Trappo, manchmal Klappo. Manchmal macht er Trappo, aber ab und zu auch Foldo. Ist das da rechts? Achso, der Camper leuchtet so rot. Von den überfahrenen Tieren, die an den Scheinwerfern hängen. Mal links ist noch so ein Zipfel. Eigentlich müsste ich jetzt... Oh, ich brauche wieder ein bisschen... Mir geht die Puste. Eigentlich... Warte mal. Ja, bei dem Zipfel... Mein, hier ist der Camper. Im Zipfel ist ein Hochturm. Aber wenn wir jetzt dem Camper nachlaufen... Da geht's zu... Im nächsten Highlight. Achso, hier können wir ein Foto machen. Auch noch ein Dörfchen. Und da oben beim Kringel, das ist dann dieses Geysirdorf, was wir jetzt finden gleich. Im Geysirdorf soll es angeblich auch eine Leiche geben. Ah, oh, hier ist ein schönes Dorf. Grand Village. Ja, sag ich doch, das Geysirdorf. Ah, erstmal gucken, was es hier so gibt. Ah, ein bisschen Munition, Cabanossi. Wenn wir erst alles sammeln, tauschen können wir später. Ich hab Gauge. Ich hab auch ein bisschen, ich hab auch 5, 6. Hast du das MG schon eigentlich? Nee. Vielleicht finden wir das hier, oder? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall 6 edelherbe Cabanusas. Alter, die 6 edelherben. Hier drüben ist ein Feuerwerk drin, das kann ich nicht nehmen. Ich habe schon eins. Ein Feuerwerk zum Wegschicken? Ja, ne? Oder anlocken, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher wegschicken, verjagen. Ist noch ein bisschen Gaugi. Alter, ist ja noch eine Cabanusi. Ich bin richtig Cabanusi. Alter, ich habe eine Cabanusi, glaube ich, noch. Oder? Ich hab 6 Stück. 2 habe ich noch. Oh oh. Oh nein, wir haben seinen gesamten Salami-Vorrat genommen. Da wäre ich aber auch wütend, du. Vor allem, was ist das eigentlich hier für ein Camp? Hier liegt Munition überall rum, so von Schrotflinten und so. Für Kinder ist das nix. Amerikanisch, ja, typisch. Typisch amerikanisches Sommerlager. Ja, klar. Hier drüben, da muss noch rein, da ist auch Feuerwerk drin. Typisches amerikanisches Sommerlager, ja. Und hier soll es irgendwo eine Leiche geben. Irgendwo hier soll eine Leiche sein. Keine Ahnung. Ist Blut.
Oh, Junge. Erstmal. Geh doch da nicht rein. Ey. Warum bleib mal stehen? Warte, ich will ein Fleisch holen hier. Hab ich schon. Achso. Erstmal die gute Gauge. Hey. Notfallgauge. Immer den Mund leicht offen hast, immer bereit, ne? Always ready. When you want it, he want it. 3 Totem habe ich jetzt. Hier, siehst du doch. Mal Foto. Du bist der Fotomann in der Runde. Komm mal hierher an die du Tonne. Du hast den Fotoapparat. Ja, ja, hol dir mal hier aber Ding raus. Kabanusi. Alter, die Leichen sehen aber schon böse aus, ne? Ja, also da mit Bigfoot willst du dich da nicht anlegen, du. Nee, wenn das überhaupt war. Wir haben keine Beweise. Ja, stimmt. Sie sind es vielleicht selber. Guck mal, der Wasserturm da oben. Waren wir da schon? Da ist ein Wasserturm. Hä? Wo? Hier oben? Nee, da waren wir noch nie. Das sind die Animaniacs. Der Warner Brothers. Nee, aber hier kannst du nichts machen. Ja. Nicht mal Warner? Nö. Baut's da Warner? Hallo, Schwester. Hallo, Schwester. Alter, oh, boah, hab aber abgerollt. Klar, da war ein großer haariger Mann, der hat mich vom Felsen gestoßen. Mhm. Ja. Erzählen Sie uns mehr. Der arme Kerl. Was vielleicht zu dem, der die Teenagerin abgemetzelt hat. So, jetzt kommen wir noch südlich. Laut Cletus McHassschweiß war es ein großer haariger Typ aus dem Wald. Litis McHassschweiß. Sollen wir nicht noch südlich weitergehen jetzt? Oh Mann, ja, ja, gleich. Ich hole mir nur da hinten noch die Sachen. Die Dixie Claws. Und dann Dixie Geysir. Ich gehe mal schon Richtung South Philly. Das ist noch in den Filthy South. Der schmutzige Süden, ey. Aber siehst du, der ist ledrig, der Bigfoot. Ja. Aber jetzt kommt ja jetzt dieses neue Jagdspiel dann raus, ne? Von THQ, glaube ich, oder so. Ja. Ne? Sowas, ich würde es direkt von Anfang an modbar machen, ne? Ohne Scheiß. Damit man da halt einen Moddenmann sowas jagen kann, ja, ne? Ja, damit du, da die Leute würden die krassest geilen Scheiß Mods machen, Alter. Und das würde sich... Hydra jagen im Wald. Das würde sich so gut verkaufen dadurch. So ein normales Jagdspiel, ja gut, hast eine Sparte so, wo Leute Bock drauf haben, die so ein bisschen... Ich würde gerne Dusen jagen im Wald. Ja, dicke Medusen. Louis Lake. Die Star-Reporterin. Na, so ein bisschen an der Dusenpresse Dusen jagen. Der 556er sammelt sich gerade gut. Wo war die denn? Der Louis Lake? Nein, die 556. Ich weiß es nicht. Auch irgend so eine Hütte. Das ist eine Forsterhütte. Guck mal, da hat Bigfoot aber einen Stab reingesteckt, ne? Ja. Stickfoot. Wenn wir jetzt hier lang gehen, an diesem Fluss so ein bisschen vorbei gequält, da ist dann nochmal die Mine. Da ist dann noch die Mine. Ja, wir müssen auch da in die Richtung, oder nicht? Das ist da auch noch. Wo ich jetzt hinlaufe. Wir hier in der anderen Seite. Da ist richtig viel. Da ist nochmal richtig viel, das, wo ich hinlaufe. Die Stocherzipfel. Aber da ist nix. Nee, da ist nix. Das weißt du gar nicht. Vielleicht ist hier ein Easter Egg. Ich habe unsere Karte gescreenshottet, ich weiß es. Aber ein Totem ist hier zum Beispiel noch. Zack. Hier steht. Ja gut, Totem ist random. Totem Schmotem. Ja, aber ist ja immer gut, sowas zu haben. Eine Mine wird es ja auch nicht so viel geben. Ich schon nicht. Da gibt's ja nicht nur die Mine, da gibt's 5 Locations da hinten. Da hinten gibt's 5 Lokationen. Oh oh, bei mir ist Biggie Dafu. Ich höre ihn auch. Hinten ist noch ein Tisch. Ja, was ist nur für Bigfoot hier das Gebiet, glaube ich. Ja, das ist so eine Bigfoot-Freundschaftsgegend. Die Brücke ist hier halt, deswegen ist er sauer geworden. Ich habe einen Totem. Alter, ein Wolf. Uff.
Hast du wieder Wolf gelaufen? Es wird langsam dunkel, ne? Wir müssen... Ja. Oh! Alter! Was ist? Das Seil war voller Butter, ich bin runtergefallen. Lieber Butterseil? Das Butterseil. Alter, hier die Natur. Ich werde von Bären angegriffen, von Wölfen. Ja, die Natur Vögel. Ist voll gegen dich. Ist da irgendwas, wo wir uns verstecken können? Weil sonst gehe ich ja, jetzt... Ja, hier ist eine Jagdhütte. Also so eine große. Da wird auch dann das Ding sein, hier. Die schwere Waffe. Oh, hier ist nochmal richtig Staffo. Ja, hier ist die Waffe. .21.31. Oh, ich kann mir sie sogar direkt holen. 2.9.3.1. Geil. Treffpunkt Hütte. Bin unterwegs. Hier war er schon mal, hier hat er nämlich das Fenster eingeschlagen. Ja, aber manchmal ist es auch einfach der Wind. Witterung. Oder einfach sein geballter Hass konzentriert sich auch, ne? Ja, das kann sein. Ah, Aida, do, wo bist denn du? Unterwegs. Ja, Tripper. Tripper. Was da jetzt? Geh rein. So eine Falle. Denkst du, er kommt? Ich weiß nicht. Nochmal ein Bigfoot-Ruf. Biete dich an, Junge. Biete dich an. Guck mal, jetzt immer noch fast bei 1000. Nein. Der Pater hat gesagt, sonst darf ich nicht mehr ins Wintercamp. Bei schmutzigem Sommer gibt's auch einen schmutzigen Winter. Bigfoot! Biggie! Er ist in der Runde irgendwie auch nicht aggressiv, ne? Ne, gar nicht. Eher gemütlich. Meine Güte. Was ist denn da passiert? Eine Bärenfalle. Nein, jetzt stecke ich mit der Hand drin. Zum Glück spüre ich keine Schmerzen mehr. Und auch sonst habe ich keine Empfindungen. Ich empfinde weder Freude noch Trauer. Komm schon, Biggie. Wir wollen mit dir schmusen. Der Junge will mit dir schmusen. Also ganz schnell an- und ausmachen, um ihn zu nerven. Machen wir ihn kaputt? Ach komm schon. Wenn ich doch jetzt nur was Haariges zum Knuddeln hätte. Ich hab goldene Waffen, Bigfoot. Er kommt. Er will Haare knuddeln. Reingetreten, ja. Achtung. Ja, GPS steckt im Oberschenkel. Und er brennt. Er rennt und brennt. Er rennt und brennt. Das ist wichtig und richtig. Aber wiederkommt? Allerdings hat für heute erstmal wieder genug. Ich weiß nicht. Es ist ja immer, wenn wir ihn dann handeln, ne? Geht darum. Komm schon, Bigo Sigo. Es wäre geil, wenn wir ihn zum Wasser gehatzt kriegen, dann. Ja, damit er sich ausbremst im Wasser. Ja. Aber ich habe auch keine. Jetzt ist wieder ein bisschen calm. Meine Ausdauer ist dahin.
Ja, meine auch. Ich bin alter Mann. Und ich werde von einem Elch belästigt. Ja, McBison ist hier wieder irgendwo. Ja, der wild gemacht jetzt. Die sagen, oh nein, der Haarige, das sind bestimmt seine Freunde. Alter, ja, der ist in die Herde reingerannt und hat jetzt aufgescheucht. Wo er hinrennt? Aber jetzt ist er am Bach, an der Villa Bacho, da kommt er nicht weiter. Moment, wo sind unsere Schlüssel vom Camper? Ich glaube, wir werden zu unserem Camper. Haben wir die Schlüssel gestohlen? Muss er irgendwo sein. Als Bigfoot-Jäger muss er eigentlich auch voll der Athlet sein, ne? Ja, generell. Also wenn er richtig was hatzen willst, hier ist er irgendwo. Muss hier sein. Er geht hier aber durchs dicke Dickicht. Da. Das ist ein Dickichtdichter. Wir machen gar keinen Schaden, ey. Oh, er kommt zurück. Achtung! Schieß da drauf! Nein, jetzt hat er dich, jetzt zu spät. Versuche da rein zu lenken. Ja, ist wieder on the run, ne? Ja. Verdammt. Ja, so richtig Bock hat er jetzt auch nicht hier auf unseren Feierabend-Spaß, den wir hier haben. Wir haben Spaß, er nicht. Hey Mann, das war richtig super. Hier noch ganz in der Nähe. Ist er einen Hügel runtergesprungen? Nee, oder das traut er sich nicht. Frederick Higgory. Oh, hier geht's Richtung Wasser. Das könnte geil sein. Das könnte geil werden. Eine Ausdauer mehr. Ja, bei mir ist auch. Das ist ja so ein Knabenjogger-Bonus. Da rennt er. Geröll. Hab ich nochmal getroffen? Ins Wasser, treiben ins Wasser. Hat sich ein Schild geholt. Ist vorbei. Und GPS kriegen wir den nicht. Nee. Nee, im Dunkeln, ist er links, ist er rechts, weiß man alles nicht. Jetzt ist vorbei. Aber die Folge ist auch vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann holen wir uns den Ultra Predator Bigfoot. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.